Ihr seht, man kann hier sein, vor Ort und trotzdem alles verpassen. Bei uns, das verspreche ich euch, verpasst ihr nichts. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Tag des IAC-Laufs hier in Ungarn. Und aus deutscher Perspektive, da hat sich ja gestern ein Zweikampf herauskristallisiert zwischen Felix Herbold und Marc Wallenwein. Die beiden liegen sehr dicht beieinander auf Platz 15 und 16. Hermann Gassner, der peilt zielgerichtet einen Top-10-Platz an. Und Matthias Kahle, der Altmeister, der war gestern ziemlich ratlos. Mal sehen, ob er heute etwas schneller auf den unterwegs ist. Sechs Prüfungen stehen heute noch aus. Danach werden wir wissen, wer bester Deutscher ist und wer die Rallye gewinnt. Ich wünsche euch viel Spaß. Felix, die ersten drei Prüfungen des zweiten Tages sind vorbei. Erstmal eine kurze Zusammenfassung, wie ist es gelaufen für dich? Ja, eigentlich die ersten beiden Prüfungen hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl, zumindest die erste und der Anfang der zweiten Prüfung, aber irgendwie waren die Zeiten heute überhaupt nicht gut. Ich weiß auch nicht genau warum, also vom Setup passt es eigentlich, aber wir sind heute Reifen von gestern gefahren, weil wir nicht mehr genug hatten und ich glaube, das war jetzt nichts mehr, weil die letzte WP habe ich überhaupt keine Vorderreifen mehr gehabt und bin nur noch rumgerutscht und da haben wir, glaube ich, viel Zeit verloren und wir werden jetzt versuchen, mit neuen Reifen nochmal für die letzte Schleife vielleicht noch ein bisschen Zeit rauszuholen. Trotzdem reicht es, um Marc erstmal sozusagen im Gesamtstand auf Distanz zu halten. Genau, wir waren jetzt nochmal auf den ersten beiden WPs trotzdem schneller als der Marc, auf der letzten haben wir ein bisschen verloren. Also wir haben uns ein bisschen absetzen können, das passt, aber ich wollte eigentlich noch ein bisschen weiter nach vorne kommen heute und das haben wir uns richtig versaut und mal schauen, vielleicht geht auf den 3 WPs jetzt hoffentlich noch ein bisschen mehr. Wir konnten uns jetzt noch nicht allzu groß steigern, müssen wir jetzt genau schauen, warum. Wie gesagt, man sieht ja, Felix und ich sind immer ungefähr gleich schnell, keine großen Zeitdifferenzen. Müssen wir, denke ich, erst nach der Rallye mal genau analysieren, warum wir jetzt heute nicht mehr viel schneller geworden sind. Eigentlich sind es die gleichen Prüfungen entgegengesetzt. Unser Speed ist, wie gesagt, eigentlich gefühlt der gleiche, aber es scheint heute nicht ganz zu reichen, um ranzukommen. Matthias, 3 Prüfungen, also am Anfang dachte ich, bei den ersten Zeiten, ihr habt das gefunden, was euch gestern so langsam gemacht hat und dann wieder nicht. Also für dich erklärbar? Das Schlimme ist für mich auch nicht erklärbar. Auf einer Prüfung sind wir gefahren wie immer und waren den Schritt dran, den wir eigentlich dran sein wollten, ohne zu wissen warum. Und auf der nächsten Prüfung waren wir wieder weit weg. Es ist ein völliges Rätsel. Thank you.
Lieber Rallye-Fans, der IAC-Lauf in Ungarn, der ist vorbei und ich stehe hier neben dem Ford Fiesta S2000 von Felix Herbold, der leider wieder die Ziellinie nicht gesehen hat. Auf der 14. Wertungsprüfung ist Felix Herbold ausgeschieden. Nach der zweiten WP, also vor der letzten WP auf der Verbindungsetappe, ist die Lichtmaschine ausgestiegen. Ich habe keine Warnlampe gehabt quasi. Wir haben nur noch geguckt, ob irgendwas ist, Kabel locker oder irgendwas, der Riemen ist drauf, also keine Ahnung, irgendwie muss die Lichtmaschine kaputt gegangen sein. Und wir haben nur noch versucht, möglichst weit zu kommen, ungefähr 6-7 Kilometer in die Prüfung herein ist dann erst kein Sprit mehr gekommen und dann die Wassertemperatur gestiegen, weil die Wasserpumpe nicht mehr richtig gearbeitet hat. Und dann habe ich das Auto sicherheitshalber abgestellt, weil es einfach nicht mehr weiterging. Enttäuscht? Sehr enttäuscht, ja. Also irgendwie haben wir eine Pechsträhne momentan, es läuft nichts zusammen. Egal was wir machen, irgendwas ist immer. Und ich verstehe es langsam auch nicht mehr so richtig. Also wir haben richtig viel Pech jetzt in der zweiten Saisonhälfte gehabt und müssen mal schauen, dass wir jetzt irgendwie abstreifen können jetzt. Hermann Gassner Junior steht am Ende auf einem guten 5. Gesamtplatz, Marc Wallenwein auf dem 14. Platz und Matthias Kahle abgeschlagen auf dem 20. Gesamtplatz. Zufrieden? Ja, danke. Heute war ein richtig guter Tag. Wir sind ein paar gute Zeiten gefahren, haben nochmal 3 Leute vor uns überholen können. Also es lief gut. Wie kam es denn zu diesem Sprung von gestern auf heute? Also bist du heute auf Schlag schneller geworden? Hattest du noch Reserven, die du dir für den Sonntag aufgehoben hast? Nein, so würde ich es nicht nennen. Aber wir haben im Setup nur ein bisschen rumgespielt, haben dann noch was Besseres gefunden. Ich konnte mich besser auf die Reifen einstellen, die ich vorne gekannt habe. Und ja, das waren so Kleinigkeiten, was wir dazu beitragen haben. Den IAC-Lauf hier in Ungarn hat am Ende Jan Kopecky gewonnen. Der bis dahin lange führende Mikkelsen ist kurz vor Ende der Rallye ausgefallen. Zweiter wurde Neville und dritter Freddy Leux. Das Team von Rallye-Movie24.de verabschiedet sich von einem wirklich schönen Wochenende hier in Ungarn. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.